So, heute gibt es mal wieder ein Let's Play von Zwift Life. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es ein bisschen schwierig, hier, naja, wie soll ich das ausdrücken, irgendwie jeden Tag was Neues, Frisches und keine Ahnung was hier auf Zwift zu machen und zu zeigen, weil so viele Sachen gibt es halt eben nicht. Und, also, Leute, ist sogar creepy, what the fuck. WTF ist mit meiner Maus schon los? Versuch gerade das. Okay, interessant. F-Tool in Verbindung mit Aufnahmesoftware. Alter, ist das strange. What the fuck? Wenn ich mal, also wenn ich OBS dann habe und das F-Tool versuche hin und her zu schieben, dann ist das so, wie soll man sagen, so. Also, das ist so ein Ghosting irgendwie. Kennt ihr das so von den Bildschirmen normalerweise? Wenn ihr, wenn es irgendwas schnell bewegt und es immer so hinterherzieht dann. Nur ist es jetzt nicht so, sondern halt das ganze Fenster ist irgendwie so voll künstlich smooth irgendwie. Okay, egal. Auf alle Fälle, es fällt mir manchmal ein bisschen schwierig, dass ich halt das irgendwie. Ja. Jeden Tag halt da irgendwie was Interessantes aufnehmen. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich meine, es gibt hier, weiß ich nicht, 8 Dungeons oder so. Und ich kann jeden Dungeon einmal machen, ich kann jeden Dungeon zweimal machen. Aber irgendwann muss ich jetzt halt sagen, okay, ich muss halt dann irgendwie Content wiederholen, weil. Was soll ich halt machen? Ich meine, ich. In Flife macht man halt das meiste dann irgendwie. Ja. Wiederholt sich halt. Man macht halt jeden Dungeon 20, 30 Mal oder so. Und ich weiß es halt nicht, wie ich jetzt genau weitermachen soll. Das ist immer auch das Problem, warum ich ja damals so viel auf den Servern hin und her gehoppt bin, weil. Ja, ich frag einfach mal euch so. Was würdet ihr jetzt cool finden? Oder von was soll ich jetzt hier Let's Plays machen auf Zwift Live? Ihr könnt gerne mal aus den Kommentaren schreiben. Ich meine, Kolosseum habe ich schon so oft gemacht. Ich habe noch so ein, zwei Sachen für Guides. Ich habe noch so ein paar. Ja, so ein paar Skits. Also ein paar Sketches, wie auch immer. Eventuell noch was in der Richtung. Aber ansonsten ist es halt relativ schwierig, dass man halt jetzt irgendwie was findet jeden Tag und so. Und deswegen struggle ich momentan so ein bisschen. Und naja. Ich muss mal was Kurzes erzählen, was irgendwie echt strange ist. Ich meine, so ein paar haben es gestern schon mitbekommen, in dem Kolosseum-Team, wo ich jetzt momentan mit drin bin. Ich schaue momentan Supernatural. Habe ich glaube, damals mal geschaut im Fernsehen oder so, aber halt irgendwie super unregelmäßig und ich habe die Story nie verstanden, weil ich halt einfach nur jede fünfte oder zehnte Folge geschaut habe. Ich habe von Folge 1 wieder begonnen. Nicht heute, gestern, nee, vorgestern habe ich sogar schon. Gestern habe ich es richtig gesuchtet dann und heute richtig gesuchtet und so. Ich bin jetzt, glaube ich, fast bei Staffel 2. Also so eine Staffel in 2 Tagen, halt komplett übertrieben irgendwie. Und das ist irgendwie, also ich meine, im Leben gibt es teilweise Zufälle, die sind echt creepy, die sind echt richtig creepy. Ich meine, in der Staffel 1, da gibt es ja diese Folge mit den ganzen Insekten und so. Und heute kam dann irgendwie mein Stiefvater halt zu mir rein, so, ja, ich muss das mal eben schnell los, ist dringend. Sein Sohn, also mein Stiefbruder sozusagen, also mein Stiefvater, Stiefbruder, der halt eben zumindest unsere Familienbrauerei hat, oder deren Familienbrauerei, wie auch immer, der wurde irgendwie von irgendwas gestochen und so und ist da, oder hat irgendwie scheinbar richtig krass allergisch drauf reagiert und der ganze Arm ist angeschwollen und so weiter. Und er muss es unbedingt los und eben halt übernehmen und so und er muss dann halt eben ins Krankenhaus und so weiter. Irgendwie so, das war echt creepy, nachdem ich halt heute und gestern diese Folgen angeschaut habe. Und ich glaube, es war sogar heute, wo ich diesen Film mit, also diese Folge mit den Insekten geschaut habe. Und so. Was das Leben teilweise für Timings ready hat, ist echt. Manchmal ist es creepy. Manchmal ist es echt richtig creepy. Also. Es gibt teilweise einfach Zufälle, die sind verrückt. Aber gut. Ich meine, ich kenne das. Ich weiß, wie es ist mit Allergien. Weil man ganz ehrlich sagen muss, ich habe jetzt auch nicht wirklich gehört, dass jemand ins Krankenhaus muss, wenn er. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, verschluckt und man irgendwie allergisch ist, ist natürlich scheiße.
Manche haben es, glaube ich, auch schon mal gehabt, irgendwie, dass sie in den Hals gestochen werden oder so, oder halt irgendwie so ein Rachenraum und so. Oder halt im Halsraum, keine Ahnung. Irgendwo, wo es halt kritisch ist. Und da war das halt dann schon so, aber das ist halt jetzt gleich so krass irgendwie und so. Also die ging's da schon mal richtig, richtig scheiße. Ich habe, glaube ich, irgendeine Box bei der Wahl vergessen, und hier habe ich vor lauter Reden. Ja, das, ich meine, keine Ahnung, es war halt echt, es ist einfach creepy, sagen wir einfach mal so. Weil, wie gesagt, ich habe halt heute einfach nichts anderes geschaut und WTF einfach, aber okay. Ja, ich habe heute noch was anderes gemacht außerdem. Und zwar habe ich versucht, meinen Account hier zu, also von Websen zu Bora zu transferieren. Ja, ich musste feststellen, dass mein Hauptaccount bereits transferiert wurde auf eine Hotmail-Adresse. Also ich glaube, ich brauche jetzt nicht sagen, dass ich kein Hotmail nutze. Das ist halt. Also, wer nutzt denn bitte Hotmail? Das ist ja, keine Ahnung, nutzt doch keiner. Ja, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, auf welche Adresse das ist. Vor, also ich glaube, was war der erste Buchstabe? War es ein L oder ein U? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder am Schluss, glaube ich, war ein U oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf alle Fälle war es weder, also wie auf jeden Fall war das erste weder Level Up noch irgendwie, was ich sonst jemals genutzt hätte. Und Hotmail habe ich natürlich auch nicht genutzt, deswegen bin ich irgendwie sehr. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ich konnte irgendwie auch nicht einloggen, also generell konnte ich in Flive nicht einloggen heute. Problem ist, ab 22.09., also in 3 Tagen schon, geht Websen dauerhaft offline und Bora übernimmt. Das heißt, ich habe jetzt 3 Tage Zeit und muss es irgendwie hoffen, dass die Gems das Ganze irgendwie regeln können. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ich jetzt natürlich nicht der Einzige sein werde und hier wahrscheinlich noch einige andere Probleme haben. Ich habe natürlich lang aufgeschoben und so und ja, ich bin faul, okay. Ich habe mir aber auch nicht gedacht, dass es jetzt wirklich so viele Probleme macht. Ich muss dazu sagen, hier den Account, wo Level Up Play drauf ist, den habe ich nicht irgendwann 2006 oder 2008 oder so gemacht. Den habe ich ja gemacht, als ich mit den Let's Plays angefangen habe. Warum kommen mir jetzt ein Monster entgegen? Bin ich falsch? Hä? Bin ich blöd? Ich bin auch richtig, oder? Bin ich? Ich komme. Alter, ich habe diesen Namen schon so oft gemacht. Ich komme von da und muss dann direkt links rein. Ich bin nicht blöd, oder? Ja, auf alle Fälle dieser Account wird transferiert und ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt geschehen konnte. Also, man muss das mal ganz klar sagen. Wenn jemand diesen Account transferiert hat, dann hätte er meine ID und mein Passwort gebraucht. Und jetzt kann man natürlich sagen, so ja, wie kann jemand an das Passwort rankommen? Ja, Flive, PSO-Admins haben unter Umständen, war ich nicht auch ein Boss? Bin ich hier mit jemandem noch im Dungeon drin oder bin ich jetzt gerade komplett blöd? Ja, irgendwas habe ich jetzt verkackt. Rechts ist nix. Links, ich glaube, ich bin irgendwann mal falsch abgebogen. Ich habe irgendwas Falsches gemacht. Ist viel auf alle Fälle ein Boss. Blöd. Naja, okay. Jetzt fehlen sogar zwei Bosse, oder? Ich bin heftig verwirrt gerade. What the fuck? Ja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle, jemand bräuchte mein Passwort und das geht eigentlich nur, oder normalerweise würde ich mir denken, würde es ja nur funktionieren, wenn ich mein Passwort vielleicht beim Doppeln verwendet hätte. Weil, wie wir wissen, oder vielleicht wie viele wissen, oder auch viele nicht wissen, auf LivePace, also die Passwörter, die ihr auf LivePace aber nutzt, die kann ein Admin einsehen. Auf verschiedene Arten. Entweder bei der Registrierung lässt er sich schon locken, beziehungsweise er lässt sich das ganz einfach doppelt locken in Klartext und in MDH5. MD5? MD5.
Oder er hat einfach entschlüsselt, weil MD5, glaube ich, seit 2005 auch schon geknackt ist oder so. Oder 2010. Das heißt, ja, derjenige hat auf alle Fälle, oder diese Five Pairs of Admins haben auf alle Fälle ziemlich viele Methoden, oder mehrere Methoden, halt eben die Passwort rauszufinden. Passwort und ID. Und ich meine, klar, ich bin mir dieser Gefahr bewusst. Und deswegen mache ich es ja auch nicht. Deswegen habe ich separate Passwörter für P-Server, für wichtige und unwichtige P-Server und für Offi. Ja, nur muss man halt ganz ehrlich sagen, ich weiß persönlich nicht genau, wie das passieren konnte. Ich meine, okay, ich habe im Offi ein Passwort, welches ich vielleicht schon benutzt habe. Ja, okay. Vielleicht ist es auch mal geleakt worden. Also jetzt nicht hier on stream oder so, sondern halt in Form von irgendwelchen Hacks und in irgendwelchen Datenbanken aufgetaucht und so. Kann sein. Aber ich meine, who the fuck hat Interesse an Flive-Accounts? Also ich meine, die Leute, die solche Datenbanken sich kaufen oder halt andersweitig Zugriff drauf kriegen, die sind an der Kreditkarten her, verkaufen es, oder beziehungsweise die Datenbanken werden halt eben im Darknet verkauft und so weiter. Meistens für 200 bis 500 Dollar ungefähr, je nachdem. Manche auch teurer, manche 2000, manche noch teurer. Auf alle Fälle, es müsste irgendwie Interesse gehabt haben. Also, wie gesagt, ich meine, ich denke, ich wisst, was ich sagen will. Ich verstehe das irgendwie nicht. Das gibt für mich keinen Sinn. Also ja, irgendwie komischer Tag. Alles creepy momentan irgendwie. Ja, ich schaue zu viele Horrorfilme im wahrsten Sinne des Wortes, okay. Der Server laggt. Seht ihr, wie die ganzen Monster auf Engel 0 stehen? Also auf Winkel 0? Hier, da. Warum bewegen die sich nicht und die anderen Monster bewegen sich? Ich habe das halt schon mal gehabt, irgendwie. Ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Fladdy. Ich glaube, ich linke das Video da mal. Irgendwie ist das komisch. Manche Monster sind teilweise komplett stuck. Also teilweise ist mir auch der ganze Client stuck, irgendwie. Ich kann nichts mehr machen, ich kann nichts mehr casten. Es ist wie ein Lag, nur ich sehe alles andere. Ich meine, ich sehe da ja gerade, die Box kommt raus. Es ist ja kein Lag hier. Ich kann auch casten, ich kann alles machen. Nur die Monster sind irgendwie kaputt. Und teilweise habe ich es, wie gesagt, eben auch so, dass ich so stuck bin wie diese Viecher. Ich glaube, ich kann mich teilweise nicht mehr bewegen. Oder auch schon bewegen. Ich weiß es nicht. Es ist echt ganz komisch. Ich habe das noch nicht so oft gehabt eigentlich. Ich meine, ich habe es mal in Skyforest gehabt. Ich habe es in Kolosseum gehabt. Und jetzt habe ich es hier nochmal. Aber ich weiß nicht, ich meine, okay, der einzige Zusammenhang ist irgendwelche Dungeons im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, ob mehr Kolosseum wird auch ein Dungeon sein. Aber ich verstehe halt, wie gesagt, einfach nicht, warum hier das Ganze so komisch ist. Ich meine, diese Monster, die sind komplett gefreezed. Die haben halt einfach gar keine Peilung momentan. Die sind halt ohne KI irgendwie. Komischerweise stehen die. Nee, der funktioniert. Das ist nur, wenn die hier auf den 0 Grad Winkel stehen. Da bin ich wieder falsch gelaufen, Alter. What the fuck? Eigenartig. Also, ich meine, die werden wahrscheinlich halt alle auf 0 gespawnt und dann bewegen die sich halt mit der Zeit. Warum ist das so? Und ich meine, hat das irgendeinen Zusammenhang mit den Problemen, die aktuell viele Spieler da irgendwie ja haben? Sagen wir mal so. Ich glaube, wenn ich hier reinlaufe, dann laufe ich im Kreis, oder? Ich schaue jetzt hier mal zur Sicherheit nach. Nee, bin ich nicht. Okay, dann habe ich vorher vielleicht irgendwas geskippt, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, es ist spät, ich bin vielleicht auch müde und was auch immer. Ja, also.
wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, mit was es zusammenhängt. Aber es ist auch komisch, dass es halt nicht alle Monster sind, sondern nur immer so ein paar gefühlt. Mal so, das ist echt komisch. Also nicht nur die Spieler, die Probleme haben, sondern auch die Monster irgendwie. Ja, das ist komisch. So, ein paar Sachen, die wir noch aufmachen. Oder vielleicht auch besser nicht. Momentan mache ich mir auch noch ein bisschen Sorgen um meinen Offi-Account hier. Ich meine, ich habe die letzte Zeit nicht viel Offi gespielt, das wisst ihr ja. Allerdings hätte ich mir da Bock drauf und wenn Bocher übernimmt, will ich auf alle Fälle das Ganze antesten. Ziemlich, naja, jetzt nicht so exzessiv, aber schon ein bisschen, ja, ein bisschen mehr. Auf alle Fälle ein bisschen mehr. Und deswegen, ja, let's see. Ich muss irgendwann in meinen Account kommen. Ein Account, also Billpost und Ringmaster zum Offi, den brauche ich. Wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich ein Problem. Ich meine, Billpost hat das ganze Equipment drauf. Was mache ich dann? Ich meine, zur Sicherheit alles rüber traden, ist halt irgendwie auch behindert, oder? Auf einen neuen Account, also einen neuen Account erstellen, dann alles drauf traden. Aber ich meine, ich will ja kein, was ist der, 90 Master oder so? 90 Master Poster verlieren. Ich meine, da steckt viel Geld drin. Also jetzt nicht so viel Geld, aber da steckt schon was drin. Und, warte, was habe ich da für einen Nackel? Ich glaube, ein Elchina, glaube ich, dann nur, ja. Den können wir sogar traden. Der ist nicht mehr bound, aber trotzdem. Ja, es wäre so uncool auf alle Fälle. Und ich meine, ich habe wirklich alles. Ich habe sogar dieses LSD-Set und Umhang habe ich, diesen Bolo-Cloak. Set-Knuckle, Schmucks. Schmuckset? Nee, ich glaube, ich habe kein Schmuckset. Bin mir nicht. Doch, ich habe. Nee, ich habe diese komischen Ringe da. Gibt ja diese bestimmten komischen Ringe, das irgendwas? Keine Ahnung. Tja, okay, also Loot bei mir ist mal wieder echt am Start. Ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie echt so viel Pech irgendwie hier in den Solo Dungeons drin. Also was Orbs angeht, keine Ahnung. Wie gesagt, manche ziehen da irgendwie einen Pinja Orb nach dem anderen raus. Oder XP Orb oder irgendwas anderes Wertvolles. Kann ich jetzt gerade nicht direkt von mir behaupten. Eins, zwei, drei. Ich muss doch jetzt. Bin ich jetzt. Alter, das ist halt. Ich meine, es ist spät, okay. Nee, ich bin. Ich glaube, ich bin schon richtig, oder? Mache ich gerade irgendwas falsch? Ich laufe diesen Dungeon normalerweise so oft, aber ich bin halt irgendwie gerade irgendwie ein bisschen müde und. Ja. Ich habe übrigens hier auch bald das Perrin-Set. Nur mal so nebenbei. Freue ich mich auf alle Fälle schon drauf. Ja, Problem ist halt Angel Coins. Das Zeug farmen. Dauert eine Weile. Was habe ich hier momentan? Ne. Ich habe ein paar andere Cubes, wie man hier sehen kann. CW-Chip Cube, Reversion Cube, Metal Heart Cube. Aber ich hatte ganz genau auch mal hier einen anderen Cube, einen Angel Coin Cube. Aber muss dazu sagen, das dauert und ist auch ziemlich teuer. Also. Ja, da muss man einiges reinstecken. Oder einiges mehr reinstecken, sagen wir so. Naja, ich bin generell mal gespannt, wie das Ganze dann abläuft mit diesem. Nicht Playpark. Mit diesem. Nee, wie heißt das Zeug? Wie ha Bo Bora. Bora heißt das Ding, genau. Mit diesem Bora Live dann sozusagen, beziehungsweise mit dem Bora Developer dann. Ich meine, das Ding ist halt, das hat immer Risiken. Also. Und da rede ich jetzt nicht mehr nur von Offi, ich rede auch so ein bisschen von P-Servern. Ich meine, gut, die können halt nicht viel machen zum Glück, aber. Neuer Dev? Wenn sie viel rumheulen bei Gala und so, ich weiß es nicht. Ich meine, es muss nichts heißen, es muss echt nichts heißen. Aber ich habe halt irgendwie öfter mal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen so und ist nicht so, dass am Ende meistens immer die Spieler verlieren.
meine, die haben wahrscheinlich viel Geld hinlegen müssen. Und ich meine, schaut her. Ich weiß nicht, ob die nur eine Lizenz mieten und das Ding jährlich bezahlen. Also ich weiß, dass es normalerweise so ist. Ob man halt bei der Übernahme dann auch ihr Geld zahlen muss, das weiß ich nicht. Eigentlich unrealistisch, aber ja, wenn ich jetzt halt sagen, okay, Lizenz hier so und so viel jedes Jahr. Was ziemlich viel ist, by the way. Dann werden die wahrscheinlich schon schauen, dass die halt wirklich den kompletten Markt erschließen und ja, nicht nur den Markt erschließen in Form von den kompletten Markt in Anführungsstrichen, sondern natürlich auch, da muss Geld rein. Und da werden die Live-Spieler halt wahrscheinlich wieder ordentlich gemolken. Also ich meine, Chipotle war natürlich schon am Start. Websen, als es übernommen hat, wollte natürlich dann nochmal ihren Anteil haben. Das ist halt so ein bisschen wie bei so einem. Ja, ich würde es nicht zu überdramatisieren, aber das ist halt wie ein GTA 5 heißt. Irgendwie so, jeder will seinen Anteil. Und keiner will leer ausgehen. Aber naja, irgendwann muss das Geld kommen. Und man kann sich sicher sein. Naja. Naja. Wie gesagt, wir bleiben jetzt mal neutral. Ich hoffe einfach, dass es halt irgendwie jetzt nicht so krass wird und so und dass es halt irgendwie. Ich hoffe persönlich, dass Offi gut wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass die es mit dieser Krypto-Token-Integration ganz gut hinkriegen. Wozu ich jetzt eben auch noch so ein paar kritische Gedanken habe. Aber ja. Ansonsten hoffen wir aufs Beste. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde liebend gerne wieder im Offi-Let's Playen. Ich meine, Websen hat ja diesen Schritt gewagt, hat eben alle Server zusammenzulegen. Und ich finde, das war einfach ein Riesenfehler. Und ich hoffe, dass man halt vielleicht auch auf irgendwas hoffen kann in Form von vielleicht Richtung Blay Park, vielleicht ab und zu mal neue Server oder so. Irgendwie sowas in Richtung. Vielleicht sind ja auch interessiert, Bugs zu fixen zu lassen, sagen wir so. Die, ja, halt, gerade sonst nicht gefixt hat oder gefixt hätte. Ich meine, neue Lizenz nehmen und so. Die werden natürlich immer mit Samthandschuhen getragen. Deswegen, ich meine, ich hoffe relativ viel. Aber nee, man muss ja ganz ehrlich sagen, okay, es kann natürlich auch sein, dass es halt irgendwie, dass es gegenteilig ist oder dass es halt wirklich anders kommt. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass das Ganze, dass die das Ganze nicht an die Wand fahren. Und ja, mal schauen. Okay, lange Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.